Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritzel und wir befinden uns hier auf der Map Niemandsland. Und ihr seht da im Hintergrund auf der Wiese Nummer 2 wird gerade fleißig das gemähte Gras eingesammelt. Und auf der Wiese 1 findet das genau gleiche statt. Das macht dort der andere Traktor mit dem anderen Sammelwagen. Ich würde sagen, ich tippe mal durch, das geht schneller. Das ist der hier. Der ist gerade voll, kommen wir ja gerade richtig. Denn das Gras soll alles in den Grastrockner gebracht werden. Und ja, zu dem Problem im letzten Video. Ich habe also tatsächlich das Silo, das Hofsilo, noch einmal bauen müssen. Ich habe das leer gemacht. Und dann habe ich das praktisch noch einmal neu gebaut. Und anschließend, also ich habe auch den Fermenter nochmal weggenommen. Ich habe also alle beide Gebäude weggehabt. Dann habe ich den Fermenter zuerst gebaut nochmal, denn mir war eingefallen, irgendwie war da mal was, wenn man das Silo zuletzt setzt, dass man das dann umgehen kann, dass das dann funktioniert. Und das hat funktioniert. Ich habe also zuerst den Fermenter gesetzt, den leeren Fermenter, dann ist klar. Und dann habe ich das Silo nochmal neu gebaut. Und habe dann etwas Stroh reingefüllt in den Fermenter und siehe da, das tauchte im Silo nicht auf. Also sollte das jetzt funktionieren und es sieht wieder so aus da drüben, als wäre nie was gewesen, ne? Aber das hat mich ganz schön Zeit gekostet. Das war überhaupt nicht geplant, sowas. Naja, aber jetzt muss ich sehen, dass ich die beiden Wiesen absammle und die müssen dann auch gepflegt werden. Gekalkt, gedüngt, gestriegelt, das kennt man. Ah, jetzt fährt er von hier oben aus hier rein. Mal gucken, wie er es jetzt macht. Ah ja, so. Ja, das klappt. Da kommst du auch hin. Ich habe nämlich schon überlegt gehabt, wo soll ich denn das Silo hinsetzen, wenn das nicht klappt? Wenn ich da vielleicht einen anderen Platz dafür suchen muss. Und da habe ich überhaupt noch keine Idee gehabt. Also, hier hinten, hier hätte ich es nicht hinstellen können. Wenn das so ist, dann sind ja auch wieder zwei Produktionen in der Nähe, die davon beeinflusst werden könnten, ne? Aber nee, das hat jetzt geklappt. Das war halt, weiß der Kuckuck, ich habe, glaube ich, den Fermenter zuletzt gebaut. Das Silo stand zuerst da. Und ich denke mal, dadurch hat sich das wohl irgendwie ergeben. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was ich zuerst gebaut habe. Ist ja schon eine Weile her. Ich bin froh, dass es jetzt funktioniert. So, und du müsstest jetzt wieder losziehen. Jawohl, ich mache mal jetzt die Anzeigen an. Jo, das klappt. Der fährt zurück zur Wiese 1. Und der andere, macht der auch sein Ding? Ja, der sammelt. Das klappt also auch. Ja, mal gucken hier. Oh, der fährt neben der Reihe lang. Da stimmt doch was nicht. Ich habe doch den Kurs eingegeben von... Ach, jetzt... Er hat eingelenkt. Er ist wohl nicht so gerade hier angekommen. Jetzt ist er auf der Reihe drauf. Okay. Aber irgendwie ist das nicht ganz... Guck du mal, jetzt fährt er wieder davon runter. Warum das denn? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Halt mal an, mein Guter. Hier ist was nicht gut. Halt. Den Kurs, den nehmen wir mal raus. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich habe keine Ahnung, was. Ich habe jetzt wirklich den Kurs reingegeben von der Wiese 2. Habe ich etwa zwei hier drin? Nee, ich habe nur den einen. Und das habe ich mit dem gleichen Schwader gemacht wie auf der anderen Wiese. Und er hat doch sauber geschwadet. Aber der nimmt das jetzt nicht richtig. Warum das denn? Schon wieder ein Problem, wo ich nicht weiß, warum. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Der sammelt nicht richtig auf, der fährt ja schräg. Und nicht so, wie die Linien verlaufen. Es gibt aber nur den einen Kurs. Soll ich jetzt hier etwa von Hand fahren oder wie?
Und beim nächsten Mal den Kurs völlig neu machen. Hier vorne ist auch schon so ein Rest liegen geblieben. Ja, also das sehe ich nicht so ganz ein. Das ist nicht richtig so. Jetzt mache ich mal nochmal den Editor an hier. Also nicht den Editor, sondern die Kursanzeige. Ich mache den Kurs jetzt nochmal neu rein. Das ist irgendwie komisch. Wir sind auf Wiese 2. Und wir haben nur diesen einen Kurs vom Schwaden. Kurs laden. So, jetzt will ich gucken, wo führt denn der lang? Da vorne hätte das angefangen. Erster Wegpunkt ist auch drinne. Das ist merkwürdig. Der hätte hier lang düsen müssen. Und irgendwie sieht das auch, naja, es sieht schon irgendwie komisch schräg aus. Ich setze den nochmal neu an. Wir beobachten das nochmal. So, erster Wegpunkt ist drinne. Mach mal los. Ach, hier ist ein Versatz. Nee, ist kein Versatz. Das Arbeitsbreite. Geht das auszubreiten? Mal gucken, wenn ich das mache, aber dann besser nimmt. Das ist natürlich ein blödes Hilfsmittel, wenn ich das jetzt nutzen soll. Nee, der fährt jetzt hier lang. Da ist überhaupt nichts. Das stimmt doch nicht hier. Und Versatz habe ich nicht eingestellt. Sieht man ja. Aber vielleicht kann ich damit arbeiten. Ich warte mal, bis er auf der nächsten Linie ist, damit ich das sehen kann. Du fährst ganz schön weit raus aus dem Feld, mein lieber Freund. Mach mir keinen Ärger, du. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hier... Jetzt habe ich den Versatz auf minus 3,2. Mal gucken, wie er jetzt die nächste Reihe ansteuert. Aber wenn die Linien schräg verlaufen, bringt das nichts. Und so ist es. Guckt euch das an. Ich lasse den jetzt einfach mal sammeln. Und mal gucken, was zum Schluss noch auf dem Feld liegt. Dann sammle ich den Rest von Hand ein. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, hier alles von Hand zu fahren. Oder? Ach klar, komm. Komm, Maritzel, wir machen das von Hand. Das bringt so nichts. Das bringt überhaupt nichts. Den Kurs können wir wegschmeißen. Verstehe ich nicht, aber ich habe das schwaden lassen, sieht man ja auch. Es ist eigenartig. Na komm. Gehen wir es an. So. Wir sammeln von Hand. Moment mal. Nee, hier auf der Stelle, hier sieht das mal nicht so aus, als wenn doch schon geschwadet ist. Das wird wohl schuld sein. Da müsste ich dem ja praktisch den Kurs vom Meer geben. Nee, hier ist noch nie geschwadet. Okay, dann schicke ich den jetzt erst mal oder stellen an die Seite. Ich werde den Schwader hier nochmal drüber schicken. Wahrscheinlich wollte ich das schwaden, habe es gar nicht gemacht. Das sehe mir wieder sehr ähnlich. Das sehe mir unwahrscheinlich ähnlich. Stell dich mal hier an die Seite. Ich kann dich nicht da beim Grastrockner stehen lassen. Das störst du den anderen. Gott sei Dank haben wir noch Traktoren. Komm mal her, mein Guter. Jetzt bist du dran. Wir müssen tatsächlich da nochmal ran. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht geschwadet. Ich wollte das und bin durch irgendwas davon abgekommen. Keine Ahnung.
Der andere macht, was er soll, wie man sieht. Perfekt. So, wo ist der Schwader? Hier. Den habe ich eingeparkt. Wahrscheinlich in dem Glauben, dass alles erledigt ist. Ist aber nicht. Das kann ja auch nicht sein, wenn das der gleiche Kurs wäre mit dem gleichen Schwader. Da kann das doch dort nicht so schief laufen. Das gibt es ja gar nicht. Das wäre ja also... Nee, ich lasse das nochmal schwaden. Jetzt ist er noch genug Zeug drauf. Das lohnt sich schon noch. Ich habe jetzt wirklich nicht so richtig Lust, das da von Hand zu machen. Könnte ich jetzt, ja. Und mache ich ja auch oft. Aber jetzt gerade eben nicht. So. Hier vorne ist auch noch so ein Klecks. Komm mal her, mein Guter. Du musst hier mal drüber. Das ist all weg. Das sah so ordentlich aus, aber das kann doch nicht geschwadet sein. Hier an der Seite, das Vorgewende wird ja zuletzt gemacht. Da sollte doch das hier weg sein. Und das mit dem verbunden sein hier in der Mitte, ne? Das fiel mir jetzt gerade auf und deswegen dachte ich, nö, da stimmt doch was nicht. Okay, also. Aber hier haben wir schon mal geschwadet. Den Kurs kann ich ja dann eigentlich nehmen. Der Schwader hat ja diese Arbeitsbreite. So. Ach, jetzt habe ich wieder noch einen Kurs drinne. So, bin mal gespannt, ob ich heute noch mal dazu komme, das zu machen hier. Das mit dem Silo hat mich richtig kirre gemacht. Mann. So, ja, ist drinne alles. Wiese 2. Okay, dann fangen wir an. Gucken wir gleich mal einen Moment zu hier. Aber das sollte denn schon hier in Ordnung gehen. Der Kurs verläuft etwas schräger. Ja, das ist der Mähkurs, den wir da sehen. Das, was da jetzt rumliegt, eindeutig. Und der Schwaderkurs läuft etwas mehr schräg zu dem Kurs, der jetzt vorhanden war, hier vom Mähen her. Aha, ich habe hier keine Reihe überspringen gemacht, wie es aussieht, oder doch? Keine Ahnung, werden wir noch erleben. Wir werden es sehen. Vermutlich schon, sonst würde er hier rechts das nicht liegen lassen. Der muss dann nochmal retour und die Zwischenlinien alle machen. Ich lasse den jetzt einfach mal hier arbeiten. Das ist das Beste, was ich jetzt erstmal machen kann. Hier vorne ist ja nun schon einiges weggesammelt. Da sieht das ein bisschen komisch aus jetzt. Aber ich denke mal, wenn das dann mal fertig geschwadet ist und ich den Sammler drüber schicke, dann wird das auch funktionieren, ganz klar. Dann wird das auch sauber abgesammelt, ne? Ja, mach du mal. Okay. Dann schauen wir mal, was der andere macht, ob das noch alles in Ordnung läuft. Ja, sieht ganz so aus. Ja, hier stimmt das. Perfekt zur Linie. Und es wird doch weggesammelt, was da rumliegt. Naja, also, dann ist das gut. Und hier habe ich auch eine Reihe Aussetzen gemacht. Also eine über, ja, ihr wisst schon, auslassen. Immer jede zweite Reihe erstmal zu nehmen. Dadurch bleiben dann manchmal hier solche komische Kleckse rein. Aber das ist ja egal. Vielleicht sollte man in Breitablage mähen und dann schwaden. Dann sieht man, dass auf Anhieb das noch nicht geschwadet ist. Aber ja, es ist immer so eine Sache. Ich mähe schon gerne in Schwad. Bloß wenn man es dann ordentlich absammeln will, schwadet man ja trotzdem, ne? Das überlege ich mir nochmal. Aber das wäre eigentlich sinnvoller, in Breitablage dann praktisch zu mähen und dann erst zu schwaden. Dann wird das wahrscheinlich auch nicht so eine Kleckselwirtschaft stellenweise. Dann sieht das wahrscheinlich überhaupt ganz anders aus. Das werde ich mal ausprobieren. Jetzt mache ich mir mal den Editor an. Die beiden anderen, die haben ja jetzt zu tun und wir machen uns jetzt hier was zu tun.
nämlich die Halle für die Traktoren anbinden. Das ist ja noch nicht gemacht. Jetzt muss ich mal gucken. Hier kann man reinfahren, okay. Und Traktoren müssen ja nicht gerade ziehen. Also könnte ich das auch fürs Reinfahren hier nutzen. Und dann würde ich sagen, von hier aus abbiegen. Ja, ich denke mal, das ist sinnvoll. So werde ich das machen. So. Na, noch ein. Gut. Prima. Ja, das sind wieder zu wenig Punkte, wie ich sehe. Das ist immer wieder das Gleiche. Das ist Mist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist auch nicht so toll, wie ich es wollte. Naja, komm mal her, mein Guter. Wir machen da mal von Hand ein bisschen Remi-Demi. Ich ziehe das mal ein bisschen länger bis hierhin. Und dann werden wir uns hier mal ein paar Punkte rüberziehen. Und das Ganze auch mehr gerade gestalten. So ist das schon besser. So viele Punkte möchte ich schon haben. Da passen immerhin 6 Traktoren drunter. So. Wie sieht denn das jetzt aus hier? 1, 2, 3. Ah, da muss ich das sogar noch ein bisschen zurücknehmen. Im rechten Winkel müssen sie ja nur nicht abbiegen. Das ist nicht nötig. So. So wird das was. Ja, das reicht schon aus. Und dann mache ich hier noch einen Punkt hin. Und dann verbinden wir von dort aus automatisch nach hier. So. So wird ein Schuh draus, würde ich mal sagen. So ist das gut. Aber der Bogen da drinnen, der gefällt mir auch nicht. Da schieben wir das halt noch ein bisschen hoch. Mein innerer Monk wieder mal. So. Jetzt ist es in Ordnung. Eine schöne gerade Linie. So muss das sein. So, dann werden wir mal gucken, dass wir die Linien hier einfahren. Benennen kann ich die ja später. So. Naja, wenn man doch mal durchs Dach gucken könnte. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Das ist immer so eine Sache. Ich brauche hier einen Punkt, mein Freund. Warum gibst du mir da wieder keinen? Hm? So. Wo ist er? Da drunter. So. Jetzt fahre ich ein Stück. Moment, erstmal ausschalten, ehe ich ein Stück vorfahre. Ich will hier eine Lücke haben. Ich möchte nicht, dass andere Fahrzeuge sich meinen, hier durchschlängeln zu müssen und da durchfahren zu dürfen. Das dürfen die nicht. So, gut, das reicht. Okay, so kann das bleiben. Und so, jetzt fahre ich die anderen Linien alle so ein. So, dass ich hier 3 Traktoren auf jeder Seite reinstellen kann. Ja, so müsste es denn. Das dürfte die Mitte sein. Ja. Okay. Und hier vorne möchte ich auch wieder einen Punkt haben, kriege ihn wieder nicht, das ist furchtbar. Das klappt immer wieder nicht, es kommen immer zu wenig Punkte, aber ja, was soll's. So, da ist er.
Okay. Aus die Maus. Ein paar Meter hin, ein paar Meter nicht, ein Stückchen fahren. Und jetzt schalte ich wieder an. Dadurch entsteht diese Lücke hier zwischen den Punkten und jetzt die Linie fortführen. So, und von da aus kann ich ja dann anbinden in die Streckenführung hier, ne? Aus die Maus. Nochmal an, nochmal aus. Dadurch habe ich jetzt hier weiter vorne den noch bekommen. Ach, den will ich zuerst. So, jetzt ist gut. Nächster. Jetzt bin ich auf C gekommen. Habt ihr das gesehen? So schnell geht das. Da rutscht man ab mit der Taste und schon ist man ganz woanders. So, jetzt von hier aus. Das durfte für den linken Traktor gut sein, so. Oder noch ein Stück weiter rüber kann er. Nicht, dass die sich dann zu eng stehen und in die Wolle kriegen, ne? Wir werden den Platz schon besser auslasten. Das ist gut, wenn man da ein bisschen drauf achtet. So, und das kann man hier schon mal verbinden. So, das haben wir schon mal. Jetzt werden wir hier den hier seine Bahn verpassen. So, jetzt werde ich das wieder genauso machen. Okay, das reicht. So, von da nach hier verbinden. Okay. Jetzt die nächste Halle. Oder die nächste Hälfte. Das ist ja keine andere Halle, das ist die zweite Hälfte dieser Halle. Hier lang. So, ich denke mal so, in der Linie sollte das funktionieren, so in etwa. So, jawohl. So, den können wir jetzt hier auch schon anbinden. Wo war meine Maus eben? So. Da ist das auch schon mal gemacht. Dann muss ich dann nur nach vorne anbinden, an die Streckenführung. So. Okay, jetzt hat er hier einen Punkt weit zurückgeschmissen, wie ich sehe. Das ist nicht so toll, das ist nicht das, was ich wollte. Da werde ich das mal zurückschieben, verbinden. Das werden wir auch noch ein Stück zurückschieben. Und dann nehme ich den Punkt hier vorne hin als den nächsten. Ja. So, und jetzt schalte ich halt aus, denn wenn ich jetzt hier weiter vorfahre, ich glaube nicht, dass ich hier noch einen kriege jetzt. Doch, einen hat er mir gegeben. Na, guck mal an. Prima, manchmal klappt's. So, und was ist da mit dem jetzt hier? Ach, der sitzt immer noch. Ach, der hat hier hinten. Wieso hat der hier hinten verbunden? Das habe ich doch überhaupt nicht eingestellt. Wieso verbindet der am Anfang neuerdings jetzt plötzlich? Das hat er doch vorhin noch nie gemacht. Das muss ich jetzt nicht verstehen. So. Fahr mal vor. So, jetzt. Das kann ich ein Stück verlängern hier schon mal. So, dann habe ich die hier vorne schon mal so, dass ich sie nachher verbinde. Wir können ja schon mal anfangen damit. Ich werde erstmal den hier zuerst nehmen. Der kann nach rechts abhauen. Und der kann aber auch nach links abhauen. Muss er geradeaus auch? Nee, zur Mühle muss er nicht abhauen.
Okay, das ist in Ordnung. Das reicht. Du kannst auch nach rechts abhauen. Und du kannst aber auch nach links abhauen. Das wird auch ein Liniensalat hier. Guckt euch das an. Wahnsinn. Der kann auch nach rechts abhauen. Natürlich auch nach links. So. Ja, da können wir den hier auch schon anbinden, wenn wir den schon hier am Wickel haben. Da binden wir den auch Richtung rechts herum und links herum. So, die ersten vier sind schon angebunden. Jetzt haben wir hier noch zwei Linien zu machen. Halt mal an, wie viel Zeit habe ich überhaupt noch? Ach du lieber Himmel, die Zeit ist ja schon wieder um. Okay, meine lieben Zuschauer, ich werde das hier fertig machen. Ihr habt ja gesehen, wie ich das jetzt mache hier. Ich steige mal eben aus. Jetzt haben wir natürlich wieder, ja, sehr viel länger gemacht, als wir wollten. Ne? Das Video ist also jetzt wieder viel zu lang. Aber das kann ich jetzt nicht ändern, ist es halt so. Ab und zu mal klappt es halt nicht mit 20 Minuten, ne? Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag und ich bedanke mich bei euch allen ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auch schon auf eure Kommentare unter dem Video und sage jetzt Tschüssi für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Maritzel.